Ja, moin Leute und herzlich willkommen zum allerersten Video auf dem neuen Gaming-Kanal von Theo Schüde. Ja, ich dachte mir, was kann man als allererstes Spiel let's playen oder zeigen? Ach, da geht ja natürlich nur eins, ein Bodybuilding-Game. Und ich habe mich mal so ein bisschen umgeguckt und habe hier dieses Bodybuilding-Browser-Game gefunden. Ja, und da werde ich jetzt einfach mal gucken, was da so geht und was ich hier so machen kann, ne? Also erstmal, ja, man sieht hier Körper, Training, Nahrung, Subs, Studio, Wettkämpfe, Team, Lehrgänge, Trainerscheine. Ja, was macht man denn als allererstes? Natürlich immer Lehrgänge. Ich denke mal, warte mal. Ja, ich kann ja im Prinzip noch überhaupt gar nichts. Körperfettanteil 31%. Ach du Scheiße. Energie 100 noch. Nahrung 400, 220. Was soll das denn alles bedeuten? Ja, Wissen habe ich absolut noch null. Na gut, mit null Wissen kann man natürlich auch null erreichen im Bodybuilding. Das ist natürlich absolut klar. Deswegen denke ich mal, Lehrgänge besuchen ist am ehesten wichtig. Was sehe ich denn hier? Ernährung. Ja, machen wir mal Ernährung hoch. Level 1. Jupp. Trainingsarten. Hier lernt ihr alle Trainingsarten von HST bis PIT. Ihr könnt dadurch eure Training variabler gestalten und verbessert euer Muskelwachstum. Oh, mehr. Ja, das hört sich ja super an. 10 Euro kostet es auch nur. Baby Basics. Kein Sinn. Ja, klar. Die Basics sind natürlich immer drin. So, ich habe noch 447 Euro. Ja. Soll ich noch ein bisschen Posing? Ja, das brauche ich ja noch nicht, glaube ich, oder? Wettkämpfe? Kann ich schon am Wettkampf teilnehmen? Ja, Muskelmasse ist zu gering, selbst für einen Hinterhofauftritt. Ah, ich glaube, das sieht man auch ganz klar. Ja, da ist noch nichts. 0, 0, 0, 0, 0. Unterarm 0, Bizeps 0, Schulter 0, gar nichts. Training. Ja, und ihr werdet auf jeden Fall bald noch mehr Videos hier auf dem Kanal sehen, aber auch auf Theo Schüter. Wir haben auf jeden Fall einiges in Planung. Und ich sag mal so, zu FIBO werden wir vielleicht eventuell auch am Start sein. Mal sehen, was da so geht. Und bis dahin wird auch noch einiges an Muskelmasse raufgepackt. Definitiv. Und ich gucke jetzt einfach mal, was kann man denn hier so machen, ne? Ist das einfach so ein klassisches Bodybuilding-Game oder was? Punkte schon 2725. Das ging aber ziemlich schnell. Warte mal, Highscore. Mal schauen, wie weit es hier so geht. Jawohl, bin ich schon auf Platz 21. Hier, so viele spielen auch noch gar nicht mit. Ihr könnt auf jeden Fall auch noch mitspielen. Ja, guck mal, der erste hat 8481 Punkte. Ja, okay, gut, meine Punkte wurden noch nicht aktualisiert. Ich habe hier erst 3, aber ich habe eigentlich schon über 2000, ne? Ja, oder sind das 2,725? Sind das 2,725? Was ist das denn für eine komische Rechnung? Ach, na egal, Team, okay. Kann man wahrscheinlich später im Team beitreten. Ich werde, glaube ich, vielleicht mal. Ja, ich mach mal ein Team auf. Teamname, Team gründen. Ja, warum nicht? Team Shooter nennen wir das Ganze mal. Und das Beitrittspasswort ist, ja. Wie nennen wir das denn? Masse, ja. Masse. So, also wer beitreten will, kann gerne dann beitreten. Ist einfach nur ein bisschen zu Fun. Okay. Okay, gut. Gewonnene Duelle, verlorene Duelle. Also auf jeden Fall beitreten, würde ich sagen. Ihr habt es ja gesehen, Team Shooter mit UE und Passwort ist Masse. Und deswegen, ich werde jetzt ja auch mal ein bisschen was trainieren, glaube ich. Studio, Boden, Flachbank. Okay, da kaufe ich mal erstmal eine kleine Flachbank. Keine Premium-Flachbank, sondern einfach erstmal eine ganz normale. So. So, was kann man denn machen? Fliegende. Ah, die Brust, die muss. Machen wir erstmal ein ganz normales Bankdrücken weit. Dann ein paar fliegende. Und zum Schluss noch Engel. Das ist unser Brustworkout. So, dann trainieren wir mal Brust. Trainieren wir nochmal Brust. Und einmal geht noch. So, jetzt habe ich keine Energie mehr. Scheiße. Wie sehen wir denn jetzt aus? Okay, die Brust. Die kommt auf jeden Fall so langsam. Oder auch nicht, man sieht fast gar nichts. Ja, scheißegal, kackegal. Die Brust, die muss, egal. So.
Studio? Nee, da war ich ja gerade. Subs? Nee, Nahrung brauche ich jetzt, glaube ich. Ich habe keine Energie mehr. Was ist denn besser für Energie geeignet als Vollkornbrot? Oder geht das überhaupt so? Mal sehen. Ich kaufe jetzt einfach mal ein Vollkornbrot. Kaufen. So, ein konsumieren. So, konsumiert. Mal sehen, was das bringt. Regeneration, Wachstum, Energiebonus. Habe ich überhaupt noch? Liegestütz. Okay, ich habe nur 4 Energie verfügbar. Wie kann man denn Energie bekommen? Nahrung. Geht das nicht durch Nahrung? Apfel, Kohlenhydrate, Nudeln? Geht das nicht dadurch? Komisch. Wettkämpfe, Teamlehrgänge. Keine Ahnung. Geht das durch Subs oder was? Ja. Energiebonus brauche ich dann wahrscheinlich irgendwie, ne? Energiebonus, Energiebonus. Kreatin. Mega-Rack. Okay. Ja. Was machen wir denn da? Keine Energie. Gleich kein Training. Gleich keine Masse. Gleich keine Macht. Und das ist nicht gut. Nahrung? Oder kommt die Energie? Von Zeit zu Zeit. Regeneration. Ich konsumiere einfach mal ein Magnesium-Ding. Vielleicht bringt das hier irgendwas. Regeneration, Wachstum, Energiebonus. Mal sehen, was das bringt. Energiebonus. Ermöglicht einen Energieschub von 100 auf 120. Okay, stündlich werden 20 Energiebonus verbraucht, um dein Energielevel zu halten. Sobald du 20 unterschritten hast, fällt die Energie wieder auf das alte Maximum. Okay. Das ist irgendwie so ein komisches, einfach nur so ein Click-Game. So richtig den Sinn habe ich noch nicht ganz verstanden. Körper. Okay, besser wird's nicht. Training. Ja, wie kann man denn Energie bekommen? Was ist denn das hier? Ich dachte, wenn man Kohlenhydrate frisst, dann gibt es auch nicht Energie. Kaufe ich jetzt nochmal ein bisschen Reis. So geht das ja nicht. So, konsumiere ich noch einmal Reis. Regeneration. Kohlenhydrate, okay, jetzt. Ja, 342 Gramm Eiweiß ist auch ein bisschen viel, ne? Daran sieht man noch nicht so viel an dem Körper. Da läuft noch nicht so viel. Energie 4. Energie, ah ja, okay, gut, dann gucke ich mal, wie man das macht. So, Energie wird durch Training verbraucht. Die Energiemenge wächst einmal stündlich als Anfänger häufiger, wenn genug Kohlenhydrate oder Regenerationspunkte vorhanden sind. Was ist denn das für eine Scheiße? Das heißt, man kann nur einmal in der Stunde trainieren oder was? Na egal, dann wäre ich ein bisschen. Okay, gut, dann lerne ich jetzt einfach alles. Alles erstmal auf 1, so gut Posing noch nicht. Okay, ist auch schon eine Motivation. Ja, Motivation ist immer wichtig. Was gibt's noch? Bodybuilding Basics. Ernährung. Wie kostet das? 132 schon. Bisschen teuer. Trainingsarten. Ja, das werde ich auf alle Fälle mal machen. Oh, ich habe noch 228 Euro. Kann man schon an Wettkämpfe teilnehmen? Nee. Meine Muskelmasse ist zu gering. Immer noch. Asymmetrie 17. Das ist natürlich scheiße. Irgendwie ist das Spiel ziemlich monoton, aber es ist halt auch einfach nur so ein blödes Klickspiel. Naja, ist ja auch egal. Also Fazit ist erstmal von dem Spiel. Na gut, okay. Meldet euch, wenn ihr Bock habt, an hier. Team. Theo Schüler. Passwort Masse. Es gehen im Moment sowieso nur 5 Mitglieder rein. Kann man das irgendwie nochmal upgraden? 5 ist ja ein bisschen wenig. Naja, ist ja auch wurscht. Also ich sage erstmal tschö mit Ö, tschau mit V. Und ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal.